Danke, danke für den Applaus, danke. Danke, Stefan, für die nette Ankündigung. Mein Text heißt Buchrücken. Buchrücken an Buchrücken stehen die Gefangenen hier dicht aneinander gestellt. Die Zelle nennt man Bücherregal und das ist ihre ganze kleine Welt. Sie stehen so unglaublich eng und so furchtbar geduckt, nicht einmal auf ihren Buchseiten haben sie noch Platz, weil auch dort sind sie dicht bedruckt. Hier an diesem Ort ist kein Buch frei. Diesen Ort nennt man die Bücherei. Die Gefangenen werden nummeriert, katalogisiert und manche sogar foliert. Besonders haben sie die alten Bücher von Van Goethe bis Georg Büchner. Sie ziehen alle denselben gelben Mantel an von der Marke Reclam. Nur manchmal gibt es 2 Stunden Besucherzeit. Dann steht jedes Buch gespannt bereit. Die Bücherei verwendet gern den Euphemismus Öffnungszeit. Es geht die Türe auf, es weht der Duft der Freiheit rein. Jetzt, ihr Bücher, geht's ans Verleihen. Die Glücklichen, die wirklich ausgeliehen, probieren von der Freiheit auch ein kleines Stück. Aber wehe, sie sind nach 3 Wochen nicht wieder zurück. Ja, für das erhält das Büchereiteam sogar einen finanziellen Lohn. Manche Bücher erinnern etwas traurig an Prostitution. Ja, Bücher haben Selbstwertgefühle. Das müsst ihr verstehen, und wenn man da nicht aufpasst, kann ganz schnell ein Streit entstehen. So fühlt ein Hitchcock-Thriller sich nicht ausreichend geschätzt, wenn man in sein Regal ein Buch von Thomas Brezina setzt. Und sogar ein Buch von Sigmund Freud würde neben einem Kafka seinen Verstand verlieren, weil so viel psychische Probleme kann nicht einmal der analysieren. Oder stellt euch vor, wie ein Büchlein von Einstein verzweifelt mit den Händlein ringt, wenn Pippi Langstrumpf im Regal daneben 2 mal 3 macht, 4 singt. Sagt mir, wenn so viel Verschiedenheit in einem Bücherregal Platz hat, warum ist dann ein ganzes Land bereits mit ein paar Andersdenkenden satt? Rücken an Rücken stehen die Gefangenen hier dicht aneinander gestellt. Die Zelle nennt man hier, ja, wie nochmal, und das ist ihre ganze kleine Welt. Sie schlafen so unglaublich eng und so furchtbar geduckt, nicht auch mal auf ihren Seiten haben sie noch Platz, weil dort werden sie vom Nachbarn gedrückt. Änderungen können so still und langsam und flüssig geschehen wie ein Bach von einem Fluss, das Kind, dass sie manchmal, ohne dass du es merkst, gefährlich sind. Die Gefangenen werden nummeriert, katalogisiert und mit einem Dreieck aus Stoff am Hemd verziert. Nur nicht jene, die voll mit Geschichten von David stehen. Auf ihren Shirts kann man aufgedruckt einen gelben Stern sehen. Wenn die Baracken in der Nacht aufschwingen wie ein Scheunentor, noch lange bevor die Sonne den Mond ablöst, dann geht's in die Freiheit. Da ist jeder dabei, weil man euphemistisch sagt, Arbeit macht frei. Nackt und dünn liegen sie so dicht, dass nicht einmal Platz ist für ihre Schatten. Es fehlt von der Hoffnung auch das kleinste Licht, zerbissen wie sie selbst von Kälte und Ratten. Die Angst in der Nacht, wenn es klack, 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 klappert, knarzt und kracht und sie raten, ob es ihre eigenen Gerippe sind oder die Springerstiefel der Soldaten. Änderungen können so flüssig und langsam und leise geschehen, dass es uns oft schwerfällt, die Gefahr darin zu sehen. Aber Bücher und Bildung können uns helfen zu verstehen, sodass wir nicht noch einmal die gleichen Fehler begehen. Und ja, Nationalsozialismus, ein Thema so oft aufgewärmt, obwohl es eh schon jeder kennt. Ich wärme es auf, bis es heiß ist, damit man nicht vergisst, dass man sich daran verbrennt.